Wie angekündigt in der letzten Folge, hier die nächste Folge von Halfway. Diesmal wieder Story-Folge. Richtig cool. Yes. Gibt nichts zu reden, keine Story, bla, einfach nur knüppeln. Ja, neues Equipment. Wir haben die Gatling, wir haben die Hunting Rifle und die BFG gefunden. Und jetzt geht's auf zu Embers Mainframe. Allerdings, ich habe ja letztens mal die Vermutung angestellt, dass ich fast schon durch bin mit dem Spiel. Aber wenn ich sage, okay, ich bin jetzt hier und hier ist überall noch was. Ne? Aber wenn man sagt, okay, es gibt dann so viel wie hier. Naja, ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Aber hier, so ein Schiff ist ja auch nicht überall belegt. Also da werden wahrscheinlich Wohnzonen sein oder beziehungsweise Zonen, wo tatsächlich viel los ist. Egal. So, wir sind vier Leute. Ich nehme auf jeden Fall wieder Samuel und Jenna mit. Denn die beiden haben sich hier richtig bewiesen. Wobei, Samuel oder Linda. Linda mit der BFG hat auch gute Dienste getan und kann heilen. Ah, ich habe Josh mit dabei. Ah, Josh ist mein Anhängsel. Da muss ich Josh auch nochmal ein bisschen Equipment geben. Denn ich glaube, der hat nur die Standardausrüstung. Genau, und der hat die Devastator. Ah, der kriegt mal noch... Ich gebe dem jetzt mal vier Munition. Okay, die kann ich ihm nicht nehmen. Warte mal. Egal, dann ist der Nahkämpfer. Das ist egal. Josh hat nichts, was jetzt irgendwie cool für mich wäre. Dann Deploy. Auf geht's. Here we are. Bin ich mal richtig erfreut darüber, dass wir jetzt endlich mal wieder storymäßig vorankommen und vielleicht Amber rebooten können. I can trick the system and think we authorized or we get direct access. Ja, genau, was passiert, wenn wir kein Glück haben? Ja, wir hatten nicht so viel Glück in letzter Zeit, das ist wohl wahr, ja. Tja, we have a little detour through the double door system. Tja, that'll take a long time. Tja, dann auf geht's. Ganz genau, Morten, auf geht's. Da hinten müssen wir hin. Und genau da werden wir auch hingehen. Lass mal schauen, ob es hier irgendwo Loot gibt. Wie zum Beispiel noch neuere, noch coolere Waffen. Aber scheinbar nicht. Die Türen sind auch verschlossen. Ich platziere aber schon mal in weiser Voraussicht die Leute. Denn ich denke, es wird hier bald ziemlich zur Sache gehen. Und der Josh kann schon mal hacken. Identification required. Na dann, leg los. Okay, die positionieren sich wieder selber. Oha, hat es geschafft? Run. Oh nein, oh nein. Ah, okay, die greifen mich schon mal an, bevor ich überhaupt dran bin. Cool. Danke, Josh. Arschloch. Aber warte mal, der Josh kann doch... Shield Overcharge. Genau, das heißt... Er kann die Schilde von denen zerstören. Immerhin ist er auch schuld an dem ganzen Debakel. Mal schauen, was der Steady Shot so macht. Soll ich den nicht angreifen? Doch. Getroffen? Ja, 17 Schaden. Headshot Ability auf jeden Fall an, klar. Dann können wir nämlich schon mal einen rausnehmen. Oh, 25 Schaden, Alter. Und Jenna ist hier oben. Die ist eigentlich gar nicht ungeschützt. Aber die sieht auch keinen. So, 1, 2, 3. Ja, 3 ist ein bisschen wenig, um ein 8er Magazin vom Berserk rauszuhauen, aber man weiß ja nie. 1, 2, ja, bla bla. Seht ihr den hier unten? Ach, keine Munition drin gewesen. Ah, warum achte ich da nie drauf? Aber ist egal, nonetheless hat sie auf jeden Fall massiv Schaden angerichtet und war extrem praktisch. Auch wenn sie jetzt vielleicht sterben wird. Oder zumindest schwer verletzt wird. Ja, auf jeden Fall. Aber das hat auf jeden Fall was gebracht. Also Linda hat sich nicht umsonst geopfert.
Wir konnten auf jeden Fall einen Turm hier rausnehmen. Beziehungsweise sind schon zwei Türme raus. Und den Rest kann Morten vielleicht noch so ein bisschen mit der überkrassen Gatling. Von der übrigens, wow, kein einziger Schuss trifft. Ich kann ja noch ein bisschen was reißen. Ja, Josh, du hast es verbrochen. Du rückst vor. Und machst keinen Schaden. Ich überlege mir gerade, ob ich Josh vielleicht nicht so leichtsinnig opfern sollte, denn er hat immerhin diesen Shield Overcharge. Dann ist er wieder bereit. Zwei Runden. Oh, scheiß drauf. Ich bin jetzt gerade sehr leichtsinnig und frage mich, warum. Ja, er hat getroffen auf jeden Fall. Fünf Schaden nur. Oh, das ist nämlich nicht. Na, ah, das war blöd. Ach, 34 Schaden. Da kann man auf jeden Fall drüber reden. Na, ich glaube, dass es trotzdem relativ easy ist, aber das war auf gar keinen Fall alles. Also ich würde den Besen fressen, wenn wir es wie nur mit vier Türmen zu tun hatten. Schon wieder daneben, das gibt's ja gar nicht. Da muss es der Sam richten. Was? 92% und daneben. Da sind auf jeden Fall gleich mal zwei Medipacks fällig. Denn das hier ist noch nicht vorbei. Da wette ich drauf, dass das noch nicht vorbei ist. Nächste Runde ist wieder Steady Shot angesagt. Gatling ist cool, aber mit 92% Trefferwahrscheinlichkeit daneben schießen ist ziemlich uncool. Keine Munition. Und überhaupt keine Munition mehr. Okay, das ist natürlich jetzt fatal. Wie schaut's aus mit Steady Shot? Nächste Runde. Ja, das ist natürlich blöd von mir gewesen. Ja, dann muss ich mit... Ach, so. Ja, er hat noch Munition, er kann nur nicht nachladen, weil er keine Züge mehr hat. Ha. Und mir gerade ein bisschen eingemacht, deswegen. So, Hatchet Ability ist wieder frei. Dann los. Sauber gewastet. Aber es gibt wieder Steady Shot. Komm, hau rein. Richtig schön mit der Gatling. Ruff, 18 Schaden. Jawohl, und gleich nochmal 18 Schaden. Komm, mach einfach 0 Schaden. Ja, der Morten hat noch kein einziges Mal nachgeladen, fällt mir gerade auf. Also die heilt sehr lange durch, die Gatling. Komm jetzt. Jawohl, ausgemacht. Perfekt. It looks like we're out of luck. Ja. Das ist eine Art, wie man das bezeichnen kann. Korrekt. You forgot. Yeah, sorry. Vergiss es. Okay, wie geht's weiter? Okay, diese Türen da drüben bringen uns in die Security Area. Ja, we'll have to split up, okay. Ich mag die Idee auch nicht wirklich. Gibt aber keinen anderen Weg. Oh, scheiße. Boah, jetzt sind wir hier mit zwei Zweier-Teams. Let's split up and move out. Boah. Boah, Morten und... Ja, haben sie eine richtig gut... Wobei, die Kombination ist gut, weil es ist immer ein Sniper und ein relativer Nahkämpfer dabei. Okay, es ist immer noch ein Team, aber auf verschiedenen Seiten. There should be a large locked door on your side. Okay. Okay, als erstes ist also er hier dran. Roger that. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Johansons nicht wollen, dass wir hier mitmachen. So, jetzt gebe ich ihm aber erstmal ein kleines oder ein Medium Medkit. Salut. Keine Johansons. Ach, das sieht doch schon wieder Johansson-mäßig aus hier. Alle mal rein. Ah, hier gibt's Loot. Munition, sehr praktisch. Wie viel Munition? Er hat eigentlich nicht so Munition. Munition gibt es mal an Samuel. So, diesmal lade ich aber nach, bevor es kritisch wird. Ne, haben alle noch genug Munition drin? Gut, was haben wir hier drin? Da war noch Loot. Nochmal Munition. Ja, Morten braucht auch ab und zu mal Munition. Samuel steht eigentlich gut, weil ich denke mal, wenn, dann kommen die Johansons hier oder die kommen in den Gang. Na, warten wir ab. Muss ja nicht schief gehen. Activating Security Gate.
Mhm. Gut, Nummer 1. Okay, da kommen zwei Türme für zwei Leute. Und Jenna kassiert erstmal. Sehr gut. Cool wäre es, wenn Jenna jetzt gleich tot wäre. Dann ginge nämlich gar nichts mehr. Können die überhaupt irgendwas machen? Oder ist es nur... Bin ich mal gespannt. Ich gehe jetzt da wirklich mal rüber und schau mal, ob man dann irgendwie eingreifen kann. Ich glaube, das ist jetzt einfach nur Zeitverschwendung. So, Jenna nimmt als erstes mal ein Medkit. Und ich glaube, es sind beide Gegner sichtbar. Genau, das heißt, ja, sie muss den Berserker hier auf. Oder eine Granate. Ja, Granate. Granate ist der bessere Berserker. Josh muss aus seinem Medkit einwerfen. Geht dann auf Retaliate. Nächste Runde macht er dann Shield Overcharge. Und wir nutzen den... Naja, wir nutzen den Berserker. Wir müssen jetzt nur Daumen drücken, dass alles gut geht. Jawohl, geht alles gut. Gut, dann nehmen wir hier einmal den Cheat Overcharge für den... Ist eigentlich, ja, ist eigentlich egal, die haben beide schon ein bisschen Schaden durch die Granate bekommen. Na dann, Berserk it. Daneben. Und getroffen. Gut, einmal getroffen. Einmal getroffen ist besser als gar nicht getroffen. Ja. So, können wir... Na, der kann hier sowieso nicht raus, also ist egal. Okay, Josh hat noch einen Punkt. Ich überlege, ob ich mit Josh vorrücke, um die BFG einzusetzen. Ja, mache ich, denn Josh ist relativ unwichtig. So, Finish. Und außerdem kann Josh dann so ein bisschen tanken. Und der kann nächste Runde die BFG einsetzen. Aber auf welchen? Auf den, der schon am meisten beschädigt ist, oder auf den hier? 55. Ja, mit 55 will ich eigentlich überhaupt nicht tanken. Dann Retaliate. Dann muss es die Jenna reißen. Die Jenna hat keine Munition mehr. Weil sie Berserk eingesetzt hat und völlig ausgerastet ist. 70 und 70. Dann nehmen wir natürlich den hier. Klar. Sehr gut. Gut, Jenna. Gut. Okay. Josh ist down. Ja, da muss Jenna das jetzt alleine machen. Ist aber nicht schlimm. Das kriegt sie ohne weiteres hin. Schild ist gerade wieder aufgeladen. 100% Trefferchance. Zack. Finish. Ah, Jenna reißt es ohne weiteres alleine. Sogar ein Crit. Ja, nächste Runde ist er down. Ah, jetzt hat er wieder Schilde bekommen. Blöd. Ist aber auch nicht schlimm. Die Schilde gehen ja... Ohohoho. Na, jetzt muss Jenna aber gut treffen. Fuck! Ja, wie macht man das denn jetzt? Ich kann ja die Mission nicht neu starten. Aber das ist natürlich jetzt blöd und hier komme ich auch nicht raus. Hm, na dann. Muss ich das ganze... okay, da wird nur das neu gestartet. Okay, gut. Dann skippe ich hier mal schnell das. Ja, da war ich extremst unvorsichtig. Mea culpa. Aber hier sind eh keine Gegner. Den Loot nehme ich mit. Ist eh nur Munition. Dann machen wir hier die Tür auf. Ja, diesmal bin ich nicht so unvorsichtig. Ich dachte, dass Jenna das einfacher hinkriegt. Ich nutze auch die Runde gegen die zwei Leute hier auf... Nicht den Berserker. Ich wollte gerade sagen, vielleicht habe ich auch ein bisschen Glück. Ja, Jenna wurde nur einmal getroffen. Wurde es aber das letzte Mal, glaube ich, auch... Nichtsdestotrotz nimmt sie das Medpack. Schmeißt die Granate. Wobei die Granate ist eigentlich sinnlos, weil ich mache dann Shield Overcharge und dann... Ne, da schieße ich lieber auf einen. Auf den hier. Passt. Oh, dieses Retaliate ist unglaublich nervig von diesen Typen. Aber ich muss mit Josh auf jeden Fall vorrücken. Und ich brauche eine Ablenkung. Also in dem Szenario geht es nie gut aus für Josh. Und der
eine Schild ist ja eigentlich schon down. Ja, dann überlade ich den Schild von denen. Schmeiß mit Jenna eine Granate rein. Und dann kriegen beide HP-Schaden. Hallo? Ah, okay. Kriegen beide HP-Schaden. Und kann dann noch einmal auf den hier schießen und hoffen, dass der down geht. Jawohl. Perfekt. Ja, gute Planung, gute Durchführung. Josh geht jetzt drauf, das ist vollkommen okay. Ah, einfach so. Ja, und der Turm ist dann auch weg. Perfekt. Ja, besser geht's gar nicht. Okay, also werden wir auf der anderen Seite auch angegriffen. Allerdings ist die andere Seite deutlich stärker. Okay, die können sich hier sammeln. Schauen wir mal. Ja, achso, ja, jetzt ist ja die Seite hier dran. Mit Sam werde ich nicht vorrücken, wenn werde ich mit Landis vorrücken. Komme ich denn hier weiter? Die Türen sind zu. Gibt doch nichts zu tun. Josh eigentlich noch ein Medkit? Ne, haben wir schon verbraten. Dann mache ich es mal mit den beiden. Ach, da ist das nächste Ausrufezeichen, okay. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, Jenna muss die Tür bewachen. Josh hat ja auch noch ein bisschen Schild. Kann die Tür aufmachen. Oh, keine Joe Hampsons. Aber Loot! Was ist drin? Eine Plasma Rifle. Und Munition. Was kann die Plasma Rifle so? Schlechte. Plasma Rifle MK2. Wer hat denn Plasma Rifle? Ich gebe die mal an Morten quer durch das Feld. Ah ne, ja, ach, Morten hat ja jetzt die Gatling. Weg damit. Weg mit dem Müll. So, Josh. Ja, dann hack es. Okay, jetzt sind die beiden dran. Und dann kommen die Türme. Genau. Zum Glück nur zwei. Aber ich habe mich natürlich auch ideal platziert, wollte ich gerade sagen. Scheiße. Das ist mega Abfuck. Jetzt muss ich mit Morten die beiden alleine machen. Aber nachdem Morten ja jetzt die Gatling hat, könnte das sogar relativ gut klappen. Mal schauen. Elf Schaden sind jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Okay, ja, warten wir mal. Ja, die können nicht auf ihn schießen, die können nur über das Retaliate machen. Das heißt, ich habe quasi unendlich viel Zeit, das zu machen. Vier Schaden? Ja, die kriegen natürlich dann immer wieder Schild dazu. Das heißt, ich muss auch ab und zu mal ein bisschen HP-Schaden auf den verursachen. Neun Schaden. Oh, wow. Trifft er ja unglaublich schlecht. So, jetzt muss auf jeden Fall mal ein bisschen HP-Schaden kommen. Kam nicht. Ich glaube, nächste Runde sind die Schilde von denen wieder ab. Hä? Hey. Ja, da wird jetzt auf jeden Fall eine Menge Munition ins Land geballert. Aber das ist vollkommen okay. Okay, oh, sehr. Ach, jetzt kommen die 16 Schaden, okay. Okay, die Schilde sind doch nicht so schnell wieder ab, wie ich dachte. Ah, jetzt kommen sie wieder. Ja, das wird eine Zeit lang dauern und es wird einiges an Munition kosten. Aber damit muss man leben. Außer er trifft der Gatling mal ein bisschen besser. Ja, 17 Schaden ist okay. Zum Glück können mich die Türme nicht direkt angreifen. No Ammo, dann laden wir mal nach. Und Steady Shot ist wieder bereit, sehr schön. Ah, da ging HP-Schaden durch, ja. Ja. Langsam aber sicher. Ja, das könnte es gewesen sein für den Einturm, jawohl. Oder es könnte, war es definitiv. Der zweite kommt nächste Runde dran. Zum Glück gibt es hier kein Zeitlimit, sonst wäre ich echt aufgeschmissen. Die Gatling hat echt eine richtig gute Trefferchance. Wahrscheinlich daher, weil die ja streut und irgendwas trifft immer. Und deswegen hat die auch so einen großen Radius, also so einen großen Raum, wie viel Schaden die macht. Die macht auf jeden Fall immer Schaden. Wenn auch nicht viel.
Aber wichtig ist, dass immer Schaden gemacht wird und nicht verfehlt wird. Ich überlege jetzt auch gerade... Ja genau, ich greife gerade zweimal die Runde an. Denn Munition hat die ja echt richtig viel. Ein Treffer. Ja, passt. Jetzt ist Sam nämlich auch wieder am Start. Gut. Dann weiter im Text. Was haben wir hier? Ah, hier ist das Security-Dingens. Ja, komm mal rein, Sam. Das will ich jetzt nicht riskieren. Tanksuit MK4. Was kann die denn? Weniger Schild, mehr Armor. Nee. Sam, komm rein. Morton. Hackers. Activate Security Gate. Da kommt mit Sicherheit nochmal der richtige Überknaller hinter dem Security Gate. Also wenn wir dann tatsächlich richtig da sind. Na, Jenna lädt jetzt mal nach, wo es noch keine AP kostet. Ist hier oben Loot? Nein. Okay, hier geht's weiter. Josh, open the door. Hol the loot. Plasma Rifle MK2. Ein Agility Stimpack. Wieder ein Agility Stimpack. Was kann denn die Plasma Rifle MK2? Die kann nichts. Aber ich behalte trotzdem mal. Agility Stimpack für einen Sniper. Naja, ich möchte mit ihr eigentlich dann eher auf Aiming gehen. Deswegen gebe ich das jetzt mal an den Josh, der ein volles Backpack hat. Wahrscheinlich kein einziges Medipack dabei, ja, das dachte ich mir schon. Gib das hier mal an Jenna. Okay, oder gibt's an Samuel, genau. Und sie gibt dann das Agility Stimpack mal an den Josh. Da kann sich der Josh nämlich auch ein bisschen mehr bewegen und kriegt weniger Schaden in der Deckung. Das ist schon okay so. Activate. Okay, jetzt sind wir hier oben auch sicher. Puh, das ist echt eine spannende Mission. Hat der Sam denn noch ein Minipack? Ja, hat er sogar noch. Das braucht er nämlich, weil der Sam keine Schilde hat. So, jetzt geht's mit Sicherheit gleich anders zur Sache. Da ist das finale Terminal und wir sind wieder zusammen. Das ist schön. Ah, the terminal for the entrance is over there. Sehr gut. Let's get over with this. Oh, nochmal Loot. Loot, ein Aiming Stimpack und eine Laserpistole. Das Aiming Stimpack bekommt Jenna. Natürlich. Das schmeißt sich auch gleich ein. Denn die muss gut treffen. Was haben wir hier noch drin? Shield Cell. Okay, Shield Cell ist gut. Ja dann. Josh, do your job. Hack it. Oder activate it, whatever. Need, need. Oh, ein weiterer Raum. Ha, haben wir noch Medipacks dabei? Na, für Josh waste ich kein Medipack. Das ist... Hatten wir nicht... Wow, das sieht ja prädestiniert dafür aus, dass hier jemand reinkommt. Ah, die positionieren sich schon richtig gut. Das ist also Amber. Okay. Hallo, Amber. Wie geht's? Gut? Anscheinend nicht so gut, denn die dreht völlig durch. A Cylinder. Very impressive. Ja, bitte. Ja, wir sichern die. Ah ja, die positionieren sich schon richtig gut. Oh, immer diese Probleme. Jump Income. Okay. Dann... Ich wusste doch, dass es wieder Probleme gibt in diesem Auftrag. Es gibt immer irgendwelche Probleme. This one was different. Wow. Amber ist gegen einen von den komischen Kristallen ausgetauscht worden. Oh nein. Another jump. Tun sich ja immer mehr Rätsel auf. Das Spiel ist langsam so ein bisschen wie Lost. Enemies. Sind das Granatwerfer-Enemies? Ne, ganz normale
Shooter-Enemies. Okay, Steady Shot. Ich helf Sam einfach ein bisschen. Null Damage. Ja gut, Schildschaden, klar. Ne? Sieht sie beide? Ja, es wäre Verschwendung für zwei da jetzt den. One-Hit-Kill. Nice. Headshot-Ability an. 93. Oh, sollte sein Ende bedeuten. Perfekt. Aber es gibt anscheinend noch mehr Gegner, die ich nicht sehe. Aber die mit Sicherheit gleich kommen werden. Deswegen geht Josh mal in Deckung und auf Retaliate. Und weiter. Nein, die kommen von oben. Okay. Ja, war klar. Josh wehrt sich im Nahkampf. Alles gut, dass sie durch den Eingang müssen. Oh, das sind eine ganze Menge. Aber das ist gut, die müssen ja durch diesen Engpass. Und ich habe die alle... Ja, Josh ist tot, ist aber nicht schlimm. Jetzt gleich mal eine Granate ins Gesicht. Oh! Okay, das war unerwartet. Tree of Retaliate, klar. Sind alle not visible, gehen alle auf Retaliate, würde ich sagen. Jo, sieht auf jeden Fall gut aus. Wenn jemand angegriffen wird, schießt er dem einfach ins Gesicht. Und finished. Tja, selbst schuld. Einer, zwei, drei, vier. Da sind schon noch ein paar. Aber es sind keine starken. Na, ich bleibe auf Retaliate. Die müssen hier irgendwann reinkommen. Interessant ist aber, dass der Kern ausgetauscht wurde gegen einen von diesen komischen Nicht-Licht-Kristallen. Einmal schön auf Retaliate bleiben. Irgendwann müssen sie reinkommen. Ja, kommen auch rein. Und immer wenn sie reinkommen, geben wir ihnen aufs Brett. Visible, not visible, sieht er sie. Auch not visible, dann retaliate. Immer schön chillen, nur kein Risiko eingehen. Vielleicht könnte man da mal eine Granate reinwerfen. Ah, da ist wieder einer. Na? Oh, daneben, schade. Oh. Im Nahkampf. Oder doch. 0 HP, aber lebt. Tot. Nicht tot, aber auch nicht ganz tot. Ah, das machen wir sicher. So viel zum Thema, das machen wir sicher. 80%. Aber dafür machen wir das. 2. Na! Und es ist kein Upgrade. Warum gehen die nicht auf Sam? Jetzt muss ich mit Morten... Ja, ich rück jetzt mit Morten doch mal vor. Um mir diese ganzen Typen hier vorzunehmen. Der eigentlich Steady Shot schon wieder? Ja. Boah, nice. Ach, Samuel. Aber Samuel wird hier als... Hä? Lebt anscheinend noch. Oder es ist ein Bug. Ja, den Bug nehme ich natürlich gerne hin. Daneben. Ist egal, aber den Bug, das ist ein cooler Bug, den nehme ich auf jeden Fall gerne hin, dass Sam lebt, obwohl er nur Lebenspunkte hat. Das ist ja nur irgendwie schwer verletzt oder irgendwas. Ist aber trotzdem noch gut einsatzfähig. Kling, weggezonkt. Ja, passt, perfekt. Let's go out of here. Nein, ich möchte die Area noch nicht lieben. Wir haben in dieser Mission, wenn ich das richtig sehe, gar nichts erreicht. Also so storymäßig nichts, außer dass Amber gegen so einen Kristall ausgetauscht wurde, ist überhaupt gar nichts passiert. Unglaublich. Ja gut, dann haben wir halt diese Runde nichts erreicht und gehen unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Wie kommen wir denn hier raus? Ich will hier raus. Achso, Leave Area. Ja, dann war das ja eine relativ sinnlose Aktion und wir sehen uns dann... Ah ja, das lasse ich mal noch laufen.
Richtig. We are not safe anywhere. Ganz genau. Oh, Besprechung. Okay. Ja. Wir brauchen einen neuen Plan. Hoffentlich einen guten. Ja, ohne Ember ist es Suicide. Genau, halt die Klappe, Chefe. Ja, wir müssen in Goliaths Brücke oder in die Brücke der Goliaths, ja. So, ach, wir brauchen wohl doch nicht Ember, okay. Auf einmal. We still have Alice, also sein Computersystem. Mhm, okay. Okay, das ist gut. Also er kann sie dann von der Brücke aus verbinden. Dann passt das. Okay, er muss Alice also noch optimieren, dass er sie umhertragen kann. Dann sollte er damit anfangen. Ja. Also durch den Haupteingang kommen wir nicht durch. Ja, den Wartungsschacht müssen wir dann wohl nutzen. Ist normalerweise nicht schwer bewacht. Ah, wir haben Mr. Schäfer dabei, ganz genau. Und der kann uns ja dank seines Class A-Statuses auf die Brücke lassen. Perfekt. Ja, dann, let's not waste any time. Schäfer, you're coming with me. Ja, we'll have to move up to the commando deck. Ja, dann machen wir das doch einfach. Wo ist denn jetzt die nächste Mission? Ja, egal, wir schauen nächste Runde. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, arrivederci. Windturbinen bringen am Anfang noch nicht so wirklich viel. Ja, man kann nachher noch, man sieht hier zum Beispiel auch, je dunkler das Feld ist, desto mehr Wind ist irgendwo. Wasser ist natürlich der meiste Wind. Da kommen wir nach. Bei hier sitzt, das steht nach einem guten.